um die Figur des Antichristen, der auf die Welt kommt, der von Gott die Macht bommt, auf der Welt zu wirken in seinen verschiedenen Typen. Letztlich ist es quasi eine Aneinanderreihung von groß angelegten Tableaus mit viel symphonischen Zwischenspielen und ganz großen Gefühlen. Man kann es wirklich sehr schwer begreifen oder fassen, wie diese Musik eigentlich ist, weil man denkt irgendwie in dem einen Takt, boah, das klingt jetzt aber doch so wie Strauss, und dann im nächsten, das könnte jetzt Wagner sein, oder dann im nächsten, das ist jetzt vielleicht Richtung Stravinsky. Aber das Besondere an der Oper finde ich doch, dass es unterm Strich immer nur dann so klingt wie Langgaard. Ich finde nicht, dass er irgendwie epigonenhaft komponiert und sich einfach die Sachen rausklaut, sondern ich finde schon, dass er dann als Ganzes ein sehr, sehr einzigartiges Kunstwerk geschaffen hat mit einer völlig einzigartigen Tonsprache. Denn das klingt wirklich dann irgendwie eigentlich wie gar nichts sonst. Ja. Man geht davon aus, dass das kein Mensch kennt, und wenn man dann nicht im großen Plenum im Tutti zusammensitzt, sondern in einer kleineren Gruppe, dann kann man ein bisschen besser darauf hören, was passiert eigentlich um einen rum. Ich habe jetzt zum Beispiel immer die ersten Proben geteilt, heißt, wir sind nicht gleich mit allen Leuten daran gegangen. Morgen gehen wir dann zur ersten Tutti-Probe und ich bin sehr gespannt, wie das dann klingt, wenn man es alles zusammenpackt. Also ich glaube, dem Orchester liegt das Stück sehr, sehr gut. Diese Stilistik, diese Ära, diese Art zu spielen, diese Zeit, das wird das Orchester hier wunderbar spielen. Natürlich hilft da die Erfahrung mit all den anderen Komponisten wie Strauss oder Wagner oder jetzt unlängst gelaufen Zielinski oder so. Das ist alles davon nicht so wahnsinnig weit weg, oder auch Janacek. Und all das ist ja in dem Orchester drin, in der Orchester-DNA. Also ich mag ja dieses eine Zwischenspiel, wo die Orgel volle Lotte D-Moll spielt und der Rest des Orchesters spielt D-Dur, aber mit so einem kirchentonartigen Twist, auch volle Lotte dagegen. Also das ist derartig radikal, völlig orgiastisch diese Stelle. Wahnsinn. Ja, die mag ich sehr. Die finde ich gut. Ich freue mich natürlich vor allen Dingen, dass man jetzt endlich das Orchester hört und das alles dann wirklich auch musikalisch in Szene setzen kann. Das ist aber harte Arbeit. Also das Stück ist wirklich schwer und es braucht viel, viel Feinschliff an vielen Ecken. Und das macht aber großen Spaß.